Ja, buenos días. Hallo? Wir kennen uns, richtig? Ja, Sie sind der, der mir die Pfandflaschen gegeben hat mit dem tollen Akzent. Sí. Das bin dann wohl ich. Ja. Sie waren Frau Ariane. Adriana? Ariane Ariane, sí. war's. Mensch, okay. Und Ihr Bruder ist gestorben, habe ich gerade gehört? Ja, mein Bruder ist gestorben. Das war der Dicke von da oben, richtig? Entschuldigung, aber er war nicht dick. Er war einfach nur ein bisschen übergewichtig. Richtig dick, sage ich. Okay. Das tut mir natürlich sehr leid, Frau Ariane Barnes. Wir werden unsere möglichstes tun, den ganzen Sache aufzuklären. Wissen Sie, was passiert ist? Ja, also ich habe schon meine Aussage gemacht. Ich kann es aber gerne noch einmal erzählen. Aber soll ich lieber warten, bis alle da sind gleich, Frau Ja, Sie Kommissar? müssen es nicht doppelt erzählen. Wenn Sie das schon gemacht haben, ist alles gut. Ja. Wir warten jetzt auf Frau Collins und dann fahren wir gemeinsam durch zu diesem Ort, wo das Fahrzeug steht, habe ich gehört. Moment, sind Richtig? Sie sich wirklich sicher, dass ich weiß nicht, ob ich da noch mal hin kann? Kann ich vielleicht noch jemanden vom MD dabei haben, der mir vielleicht ein bisschen Beistand leistet, wissen Sie, in Tablettenform? In Tablettenform. Was brauchen Sie denn? Nehmen Sie was Ich Bestimmtes? brauche ein leichtes Beruhigungsmittel, weil mein Herz schon wieder so klopft. Ich glaube, ich kriege eine Panikattacke. Schon Warten wieder? Sie, ich kümmere mich kurz drum. Warten Sie mal Okay, kurz. vielen Dank. Ich hoffe, es ist okay, dass ich einfach sowas sage. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich wollte es jetzt möglichst real machen. Der Akzent Gänsehaut pur. Ja, der passt, Mann. Ich liebe die Ariane. Oh. Tavoy. Nein. Da stehen immer 30 Leute in dieser Eingangshalle beim MD und wenn du einmal anrufst, hebt keiner ab. Wegschladen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen Alkohol, aber ich Buenos glaube. dias, es Oh. freut mich, dass Sie doch noch abgehoben haben. Wir haben hier einen Notfall. Wir brauchen hier dringend jemanden, eine Person beim MD, die mich gleich bei einem Einsatz begleiten könnte und am besten auch ein paar Beruhigungsmittel dabei hat für eine Person, die ihren Bruder verloren hat. Achtung. Entschuldigung. Oh. Mir geht's viel, Habe viel Sie besser, einen ungefähren Entschuldigung. Habt ihr Zeitansatz? nicht gehört? Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht Okay, gehört? gracias. Bis gleich. Zum Glück habe ich mich gemutet. Ja, die sagen, Sie sind nicht wichtig genug, aber Sie werden sich versuchen, gleich jemanden zu finden. Sie? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber vielen Dank, dass Sie nachgefragt haben. Ja, kein Problem. Zur Not habe ich noch leichtes Schmerzmittel in dem Spinn. Das kann ich Ihnen dann geben. Sie? Okay, vielen, vielen Dank, Aber ich Herr. denke, es kommt gleich jemand. Wie heißen Mosquera. Sie? Santi Mosquera. Mosquera. Sie? Ist aber Gib ein ihm schöner Name. hier auch nochmal eine zweite Schokolade. Das könnte so lange überbrücken. Aber Ich ich war bin. ohne Ziel. Die willst du heute loswerden, oder nicht? Die Schokolade. Nee, Sie. ich bin nett. Ich habe heute einen guten Tag. Okay, es ist So, ich wünsche okay. Ihnen viel Erfolg. Ich lasse Sie in Gracias. den Händen von Sie. Mosquera. Ja, bis dann. Bis dann. Okay. Herr Alles Mosquera, im. Sie. was haben Sie für einen Status hier? Darf ich das fragen? Captain der Detektivunion bin ich. Oh, okay. Sie. Na gut zu wissen. Das heißt, wir kümmern uns um solche Dinge wie diese Kapitalverbrechen. Sie. Ist das ein sehr hoher Rang? Es ist ein Rang mit Verantwortung, sagen wir so. Na okay. Sie. Ach ja. Wann ist das denn passiert? Ist es an dem Tag passiert, wo wir uns kennengelernt hatten oder gestern oder wann? Kennengelernt hatten wir uns ja mit den Pfandflaschen. Einen Tag danach ist es passiert. Wir werden auch oben nochmal das Vergnügen, wo Ihr Bruder mir wie sagt man, ein witziges Programm aufführen wollte, Sie. Entschuldigung, dass er ihn vor die Füße gebrochen hat. Ja, wenn Sie wüssten, was ich jeden Tag sehen muss, das war nicht schlimm. Warten Sie kurz, ich glaube, der vom Krankenhaus hat dann. Okay. Sie. Frohe Weihnachten. Ich brauche eine Kraft Oh! beim Frohe PD. Weihnachten. Frohe Sie. Weihnachten, Und er soll ja. Schmerzmittel und Beruhigungsmittel Mr. mitbringen, Bass Sie. braucht mehr Emotion, braucht keine Gracias, bis dann. Emotion. Ja, frohe Weihnachten, euch Wenn auch. ich rede, chinesisch? Ich habe keine Ahnung, dass ich alles 100-mal sagen muss. Dios mio. Das tut mir aber leid. Die wollen wahrscheinlich einfach nur ihre Stimme mehrfach hören. Ja, das verstehe ich nicht, was ihr immer alle habt mit dieser Stimme. Frau Ariane, kurze Frage ist: Bei Ja. wem haben Sie die Aussage schon aufgenommen? Bei Frau Collins. Ach so, ja, okay. Weiter frage ich mal kurz, wo die bleibt. Okay. Dieses ewige Warten hier immer, das Ich habe Angst vor Ihnen ein bisschen. Ich habe aber seinen Stream reinguckt, der redet dann ganz anders, ey. Bei dir ist eine gute. Ja, das Wo stimmt. bist du, Collins?
Ja, kannst du das abgeben? Wir brauchen dich hier oben. Diese Frau Ariane sagt, du hast bei ihr eine Aussage aufgegeben wegen einem Mordfall und wir müssen da vielleicht noch der mal hinfahren. Der arme Eddie, der böse arme Eddie. Vielleicht mag Ariane das. Bis gleich. Als was weiter gesagt hat, könnte Ariane aber ja, vielleicht... Ja, sie kommt gleich. Okay, vielen Dank. Und Sie wohnen jetzt hier in Los Santos, Frau Ariane, oder wie sieht's aus? Noch nicht, ich wollte mir heute ein Hotelzimmer nehmen. Ich war so lange im MD und leider hat mir das Geld noch gefehlt. Ich war Müll sammeln. Aber das war nicht so ergiebig, wissen Sie. Ich habe $3 verdient. Ich möchte Ihnen jetzt nicht so nahe treten, aber Sie sehen eigentlich aus wie jemand, der Müll sammeln muss, tatsächlich. Oh, danke schön. Ich glaube, das war ein Kompliment, oder? Das kann man so sagen. Bis dann, Mr. Hill. Sie haben ja doch ein Herz. Nein, hola. Was heißt doch ein Herz? Ich bin, glaube ich, hier der hässlichste Mensch, den es gibt. Bitte was? Sie? Ja, natürlich. Wie kommen Sie denn auf was anderes hier? Also, da müssen Sie aber doch mal richtig in den Spiegel gucken. Was hat das denn mit dem Spiegel zu tun jetzt? Wissen Sie, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warten Sie eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde. Aber wirklich nur eine Sekunde. Jetzt ist es besser. Okay, das heißt, jetzt verwirren Sie mich wirklich. Sie drehen ja, sich weg und dann wieder zu mir und dann ist es besser. War das jetzt auch ein Kompliment oder wie? Nein, wissen Sie, meine Hose klemmt einfach so. Ich trage einen neuen Tanga und den trage ich jetzt schon wirklich eine Woche, weil ich einfach nicht dazu kam, ihn zu wechseln. Und der hat ganz schön geziebt und ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Das habe ich mich tatsächlich auch gerade gefragt, aber es ist schön, dass Sie so offen sind tatsächlich. Ich glaube, der Herr vom Medical Department ist hier, aber erzählen Sie ruhig noch. Aber der stört doch jetzt. Wissen Sie, als mein Bruder ihn vor die Füße gebrochen hat, jetzt würde ich mir so sehr wünschen, dieses Erbrochene noch einmal zu sehen. Guten so sehr vermisse Abend. Ich ihn. Hallo, guten Abend. Ja, das verstehe ich. Ich kann das nachempfinden mit einem vermissten Bruder. So, Sie sind Doktor? So ungefähr, ja. Was heißt ungefähr? Ja, ich bin Sanitäter. Ja, okay, dann ist es nicht ungefähr, dann ist es noch. Und du bist Sanitäter, ist doch auch schön. Hast du die Medikamente mitgebracht? Hab ich bei. Die Frau ist nämlich kurz vor Zusammenbruch, habe ich das gefunden. Ja, mir geht das wirklich gar nicht. Wir haben auch noch einen Seelsorger. Möchten Sie vielleicht auch mit dem reden, junge Frau? Nein, ich muss das erst für mich verarbeiten und warten, bis der Geist meines Bruders mich im Traum besucht. Aber danach mache ich das. Okay, alles klar. Gut, junge Frau, dann würde ich Sie gerne mal irgendwo hinsetzen. Haben wir irgendeine Möglichkeit? Was ist da vorne? Ich glaube, gehen Sie mal dahin, bitte. Ja, machen wir das da hinten. Sehe, da ist. Ja, besser, ne? Okay. Junge Frau, also mein Name ist Hartmann, ich bin Sanitäter und ich würde Ihnen jetzt gerne was geben, ja? Also Sie haben gesagt, Sie haben ein paar Ängste und Ihr Bruder ist verstorben, haben Sie mitbekommen? Ja. Hola. Hallo Frau Barnes. Ja, alles klar. Hallo Frau Collins. Gut. Zusammen mit Archer, ja. Okay. Gut, dann kriegen Sie von mir einmal eine Tablette, dass wir Sie ein bisschen ruhig stellen, das ist auch für Sie ein bisschen angenehmer, ja? Okay, aber ich habe eine Laktoseintoleranz. Ist das okay? Ja. Ist die Nein, Tablette? Das ist alles in Ordnung. Okay, dann weiß ich Bescheid. Das hat nichts damit zu tun. Alles klar. Ich wundere, die Tablette ist auch eine Schmelztablette. Ja, die legen Sie einfach auf die Zunge. Ja. Die löst sich dann auf und dann müssen Sie nichts weiter tun, okay? Okay, vielen Dank. Alles klar, dann kriegen Sie einmal von mir. Ja. Und öffnen. Oh. Ah. Ich jetzt darauf. Baker. Perfekt. Einfach schmelzen lassen. Ja, die beruhigt sie ein bisschen, entspannt sie ein bisschen. Und Sie möchten wirklich nicht mitkommen, mal ein Gespräch führen oder so? Ich mach das noch. Oh, die Tablette ist ja wirklich weg. Ich mach das noch. Ich brauche noch eine Weile. Ja. Ja, also Sie möchten jetzt nichts weiter, außer sonst, wie gesagt, ich kann es Ihnen anbieten. Wenn Sie es noch nicht möchten, dann... Wissen Sie, ich muss gleich zum Tatort, deswegen brauchte ich die Tablette. Ich halte das sonst nicht aus. Gut. Frau Collins, soll ich Ihnen noch eine Tablette hier lassen, dass Sie mir vielleicht noch was geben können? Können Sie mir die vielleicht übergeben? Dann kriegen Sie noch 2 Tabletten von mir, bitte. Schmelztabletten einfach auf die Zunge legen und dann die lösen sich auf, ja? Alles klar, bei Bedarf, ne? Bei Bedarf, genau. Alles klar. Gut, junge Frau, ich würde gerne trotzdem noch mal Ihren Ausweis bitte haben wollen oder Name ganz gut. Ja. Natürlich. Warten Sie, ich muss das mal aus meiner engen Hose. So, hier, bitteschön. Danke, Frau Barnes. Kann ich ihn wieder einstecken? Ich muss mir dann ganz kurz das Geburtsdatum aufschreiben. Mir geht's wirklich schon viel besser. Bitte sehr. Der Ausweis für Sie wieder. Gut, Dankeschön. Frau Barnes. Wie gesagt, wenn noch was ist, Sie können gerne im MD vorbeikommen. Da haben wir meistens immer eine Person da, mit der können Sie sich gerne unterhalten, ja? Das ist wirklich sehr freundlich, danke. Alles klar, Frau Barnes. Hartmann.
Altmann, gracias für die Hilfe erstens. Und was haben Sie jetzt gegeben, dass ich das weiß? Er hat Tabor bekommen. Tabor? Tabor, 2 Milligramm. Er ist eine Schmerztablette. Ja, genau. Die kenne ich sogar. Ich habe das noch nie gehört, aber wir schon stimmen. Sie sind ja alles klar. Experte. Okay. Gut, dann wünsche ich einen schönen Abend noch. Kein Problem. Ja, Achso, Herr Mosquera war das, ne? Das ist richtig. Ich muss mit Ihnen nochmal ganz kurz sprechen. Okay. Muss Warum muss jeder mit mir sprechen, die schon kommen Sie. Kommen Sie mal ganz kurz zur Seite, Ma'am. Natürlich. Was ist denn das jetzt hier? Warum lassen Sie mich hier? So, und zwar, wie sieht es denn wohnungstechnisch bei Ihnen aus aktuell? Ich wollte mir heute ein Hotelzimmer nehmen. Ich bekomme auch Sozialhilfe, aber es ist leicht reitern. Es ist leicht. Ich bin ja ein bisschen Bonitavor, die kickt aber ganz schön. Die kickt. Vielleicht nehme ich auch mal eine. Aber pst. Ein Moment. Nee, wenn Sie. Also, Mem, es reicht jetzt lachen leider. Sie nicht. Ich lache nicht, es reicht leider noch nicht. Ich brauche eigentlich 90 Dollar, aber es reicht leider nicht. Ja, das kann man Ihnen ja vorlegen, da uns das nicht scheitern. Es gibt in der Nähe vom Stadtpark Hotels tatsächlich. Ich würde dann gleich mit Ihnen, wenn wir hier durch sind, mit Ihnen da mal hinfahren und das klären. Das habe ich im Auftrag vom Chief bekommen. Das heißt, wir kümmern uns um Sie. Ja, oh, Frau Collins, das ist wirklich sehr freundlich. Ja, überhaupt kein Thema. Dann. Ne? Haben Sie zumindest schon mal einen Rückzugsort und wissen, wo Sie mal hingehen können. Okay. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Sind Sie mobil? Wirklich ein Engel. Ich bin okay. Natürlich mobil. Sie sind mobil, okay, perfekt. Okay, da kommt der Mosquera auch schon. Ich dachte Mobiltelefon, Decktelefonnummer. Mir geht es wirklich sogar sehr gut, muss ich sagen. Ich entspanne gerade und bekomme ein bisschen gut, bessere Laune. Ja, die Tabor kickt ein bisschen, also. Sie ist, etwas, neben ja, sich vielleicht. Durch die ja, Art. Warum wohl? Natürlich, das verstehe ich. Sie dürfen das auch nicht missinterpretieren. Sie hat ja gerade gesagt, ich wäre jemand, der kein Herz hat. Sie können sich bei meiner Kollegin überzeugen, dass das nicht so ist. Ja, das ist nur meine Art. Ich versuche Dinge zu lösen und nicht blöd herumzureden. Deswegen ist also das vielleicht ein bisschen hart. Ich habe schon gesagt, dass da ein Herz in Ihrer Brust schlägt. Das haben Sie falsch interpretiert. Ach so, Verzeihung. Sehen Sie, dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Ja. Gut, das ist mein Kollege, das ist Herr Gembel, der ist in meiner Abteilung mein Stellvertreter. Hallo, Herr Gembel. Bist du jetzt frei, dass du uns unterstützen kannst, oder bist du untergebunden noch? Ich habe keine Ahnung, was überhaupt Phase ist. Du arbeitest im LSPD, oder was meinst du jetzt? Ja. Willst du mich verarschen, oder was? Ja, was ist Phase? Der Chef hat dich nach unten geschickt. Ich weiß nicht, was er dir aufgetragen hat. Ja, der war gerade eben noch auf Klo, die Nase. Nee. Achso, ja, ist wichtig, ja. Ist hier, ruft ist er mich an. Ich gehe jetzt erstmal runter, check die Lage, bring erstmal die Sachen weg und dann. Schön, dann gib mir Bescheid. Gebe ich dir Bescheid. Schön, bis gleich. Ma'am, brauchen Sie was zu essen oder zu trinken? Nein, alles okay. Ich habe gerade sehr viel Schokolade bekommen. Das klingt doch super. Okay, das heißt, dieses Mittel, dieses Tampon-Mittel wirkt erst, oder wie? Tampon-Mittel? Das benutzen wir alle. Das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Das ist ein anderes, was sie gerade genommen hat. Wie heißt das denn? Der Tabor. Tabor. Sehr ja, gut, das ist. Ja, die Sprache, manchmal, es ist manchmal nicht so einfach, nicht böse sein, das meine ich nicht böse. Okay. Die Anzeige übrigens, Ma'am, die wurde schon erstellt. Ne? Haben Sie die Schweine etwa schon? Wir sind dabei zu ermitteln, aber die Anzeige, nur damit Sie da schon mal beruhigt sind, die wurde von uns schon gestellt bzw. aufgenommen. Okay, das heißt, es gibt eine Beschreibung von den Tätern, oder wie? Ja, unter anderem. Okay. Kleidung konnte uns die Dame nennen, ne? Und warum erfahren wir erst heute davon? Ich will nicht sagen. Aktenführer ist Archer. Und auf jeden Fall hat die Mann noch gesagt, dass einer beispielsweise auch Puta gesagt hatte. Ne? Ja. Vielleicht so ein bisschen an der Sprache auch, wo die Herren sich befinden könnten, für dich zur Info. Und der hatte wohl eine gelbe Kappe, richtig, Mann? Genau, eine gelbe Kappe. Er hat gesagt, er kann mein Auto reparieren, aber das stimmte gar nicht. Und die waren vorher bei Unicars und danach ging es wohl los. Genau, ich weiß, ich glaube, die Orte sehen sich ähnlich da unten, aber es war in einem Wohngebiet und da waren einige Menschen und die kamen von der linken Seite. Das war auf jeden Fall, wissen Sie, wir haben im Motorrad umgefahren aus Versehen. Mein Bruder ist ein sehr guter Fahrer gewesen. Und dann kamen die aber, diejenigen, die haben sich aufgeregt, aber die haben uns gar nicht entführt, das waren ganz andere. Woher die auch immer kamen. Also, er ist ein bisschen schockiert, Ma'am. Ja, das sehe ich.
hat man ja nicht alle Tage so einen Fall. Was wohl war? Muskera? Muskera? Ich glaube, er klärt den Fall gerade. Ich glaube, bei dem kriegt er auch gerade irgendwas. Ja. Ma'am, passen Sie mal auf. Nehmen Sie mal Ihre Nummer. Einen Moment. Haben Sie was zum Schreiben? Ja, mein Handy. Okay, 555. Mhm. 666. Mhm. 99. Mhm. Und die 6. Ich lasse sie ja mal anklingeln, ja? Ja. Dann können Sie die Nummer abspeichern, wenn was ist, durchklingeln. Super, vielen Dank. So, und vor allem, wenn Ihnen irgendwas Dubioses auffällt, immer durchklingeln. Okay, ja, heute dachte ich schon wieder, ich werde entführt. Das sind ganz seltsame Tage hier. Frau Collins? Richtig? Ja. Okay. Ja. Sie sind wirklich sehr lieb. Ist mein Job, Ma'am, Sie zu unterstützen. Klappt das denn hier gut mit den ganzen, teilweise sehr strengen Polizisten? Ja, Sie wissen ja, wie das ist. Manchmal kracht man aneinander, aber es ist eigentlich eine ziemlich große Familie hier. Ich hoffe, die sind immer ganz nett zu ihm. Das sind sie. Dann ist ja gut. So, oh, ein Moment. Hey, danke schön für den Raid! Haben Sie denn schon... Dankeschön, Debitor, Tobi, dankeschön. Ja, bitte? Haben Sie denn schon mit einem Psychologen gesprochen, Ma'am? Ich wollte das machen, wenn ich einigermaßen sicher bin und auch das Geld habe, jemanden zu bezahlen, wissen Sie. Ich wollte erstmal ein Hotel, wollte mich ein bisschen niederlassen, wollte niemanden irgendwie auf... Naja, ich... Entschuldigung. Ich wollte niemanden irgendwie auf die Nerven gehen und einfach für mich alleine. Ja, ja, Gesundheit geht vor, ne? Also ja. Geld kann man vorlegen, so ist es nicht. Ich kann Sie auch gerne zum Psychologentermin dann begleiten, wenn Sie mögen, aber ich würde Sie wirklich dringend raten. Das so eine Situation ist. Auf jeden Fall, das geht sonst nicht. Ich glaube, so viele Tabletten kann ich gar nicht nehmen. Ja, ich glaube, ist auch nicht so gesund. Ja. Das stimmt, obwohl ich zugeben muss, ich fühle mich gerade ziemlich gut. Ja, ich beneide Sie auch ein bisschen gerade. Ja, naja. Ich hoffe, also, aber Sie müssen nicht das gleiche Kick erleben. Nicht, nee, um Gottes Willen. Ja, der Kick ist wirklich wunderbar, muss ich leider wirklich zugeben. Ja, das merkt man Ihnen an. Ich habe gerade richtig böse Sachen über die Polizei gehört. Ich bin ja wirklich so verwirrt. Wissen Von wem Sie? Denn? Eddie heißt der. Eddie Tyler, genau. Das ist genau. Ein Lieber. Ich finde den auch sehr lieb. Der war heute ganz komisch. Der war heute immer so sauer auf Herr Carsten und wer weiß, ich weiß nicht warum. Ja, der hat ein bisschen was durchgemacht, die MPD, aber es sind lieber, also da ja. Müssen Sie sich echt keine Sorgen machen bei denen. Ja. Nicht immer alles glauben, was er sagt, vor allem über das PD. Wissen Sie, er war mit einem seltsamen Mann unterwegs, das habe ich ja weiß schon erzählt. Es ist super lustig eigentlich, der sieht aus wie ein Vampir. Ein Vampir ist da unterwegs? Ja. Hatte der einen Pferdeschwanz, Ma'am? Ja, hat er. Okay. Ich dachte, die entführen mich, aber... Ja, sie sollten sich vielleicht, sollten vielleicht nicht überall mit einsteigen, Ma'am. Sagen wir es mal so. Ich dachte auch nur, Eddie wäre da drin und dann war ich einfach schon im Auto. Aber okay, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Aber Eddie müssen sich keine Sorgen machen. Das ist ein guter Junge. Okay. Okay, das heißt, es gibt eine Akte, hast du gesagt, aber... Okay. Ja. Okay. Bezüglich Herr Barnes, was da im MD für Informationen an uns gelangt sind, bezüglich ja vielleicht Kugeln oder so, keine Ahnung, musst du Archer fragen. Hat alles er gemacht, oder wie? Er ist halt Aktenführer. Ich war unterstützende Streife und habe die Frau Barnes hier ein bisschen unterstützt. War halt immer mit bei, damit sie okay, ja, das heißt, Halt quasi hat. Wie ist der Bruder? Bob Barnes. Bob Barnes. Ist er gefunden worden schon? Ich weiß nämlich gar nicht, ja, ich verstehe diese Frage, aber ich weiß einfach nicht. Er wurde direkt an dem Tag mit ins MD gebracht. Er ist leider seinen Verletzungen erlegen. Direkt okay. Vor Ort. Schön. Und die Medizin haben direkt mit ins Krankenhaus genommen. Also, der liegt dort. Oh Gott. Ich muss das schon direkt fragen. Was ist genau passiert? Was war die Ursache? Ich muss ein bisschen Eck da, den brauche ich, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Ja, Ma'am, wollen Sie vielleicht kurz erzählen, wenn es okay ist für Sie? Ich muss es ja machen. Sie okay. Müssen nicht ins Detail gehen. Sie sind nur so oberflächlich. Oberflächlich. Wir waren, mein Bruder, wir waren eigentlich nur zum Urlaub hier.
Dann hat er gesagt, lass uns einen Kredit aufnehmen, damit wir uns ein Auto kaufen können und so eine Wohnung suchen können. Dann haben wir das gemacht bei einem sehr netten Herrn. Oh Gott, ich glaube, ich muss die Rate noch bezahlen. Und dann hat mein Bruder aber seinen Ausweis nicht dabei gehabt und ich musste für den Kredit unterzeichnen. Da von dem Geld haben wir uns dann ein Auto gekauft bei der 666666. Und dann sind wir von da aus, ich weiß nicht, das war im Süden, da waren wir unterwegs. Mein Bruder ist ein sehr guter Fahrer, müssen Sie wissen. Und dann sind wir mit dem Auto aus Versehen gegen ein Motorrad gekracht. Und dann, okay. Wissen Sie, wie man in Kentucky immer sagt, da war die Kacke aber richtig schön am Dampfen. Und die waren sehr böse. Und dann kam von links drei, das waren drei, aber ich kann mich einfach nicht an den dritten erinnern. Es waren drei Männer und die haben uns dann mitgenommen, haben gesagt, die können unser Auto reparieren. Und dann haben die gesagt, die machen das umsonst. Die waren sehr freundlich zu mir. Aber die haben uns in zwei verschiedene Autos mitgenommen. Das war sehr komisch. Und dann sind wir in die Docks gefahren. An der rechten Seite haben sie uns in eine Garage reingefahren. Unser Auto auch reingefahren. Und dann... Warten Sie eine Sekunde. Und dann war mein Bruder, ich habe gesagt, er soll die Klappe halten. Aber er hat einfach nicht auf mich gehört. Und dann ist er aufgestanden und dann wurde er einfach erschossen. Von demjenigen, der so lange Hosen anhatte. Und das sah aus wie ein Rock, der mit der Glatze und mit den Sonnenbrillen. Ich meine, der hatte nur eine auf, aber trotzdem. Frau Ariane, beruhig, ich habe schon Tasche. Oh, danke schön, das ist sehr freundlich. Benada, hat Ihr Bruder irgendeinen Grund gegeben? Ich meine, es gibt eigentlich nie einen Grund, verstehen Sie mich nicht falsch, aber hat er die irgendwie provoziert, dass die vielleicht wütend geworden sind oder ähnliches? Wissen Sie, mein Bruder ist ein einfacher Mensch und ein bisschen dick. Und also er hat doch, ihn schön. Die ganze Zeit Fettsack genannt. Er hat gesagt, halt die Klappe, Fettsack, setz dich in die Pussy, wir mussten auf nicht desinfizierten Sitzen sitzen. Und dann ist mein Bruder nochmal aufgestanden, am Ende, weil er Fettsack gesagt hat. Und dann hat er die Waffe rausgeholt. Dann hat er geschossen, beim ersten Schuss hat mein Bruder aber gesagt, dann ist gut. Und dann wurde er quasi durchlöchert vor meinen Augen. Hey. Dann sind die abgehauen, oder wie? Dann sind die abgehauen und das Seltsame ist, der andere war anscheinend sehr überrascht von dem Verhalten. Er hat gesagt, was tust du, und dann sind alle abgehauen. Das war ganz kurz. Schmier. Und das Auto, das ursprünglich ihres war? Das müsste noch da sein, es ist ein weißes Auto, ich kenne mich leider nicht mit Autos aus, bitte nicht böse sein. Ja, das sind Sie bei mir in der richtigen Interesse. Da habe ich auch leider sehr wenig Ahnung. Aber weiß kenne ich, sie. Ja, weiß und eckig. Sie, und vier Reifen, sie? Natürlich, vier war sie. Das, ja. Lassen Sie uns da gleich mal hinfahren, wenn das für Sie okay ist. Ja, okay. Können Sie den Weg beschreiben oder ist es noch schwierig für Sie? Ich meine, Sie wohnen ja nicht. Nein, ich kann den Weg leider nicht beschreiben. Also, wenn wir bei den Docks sind, könnte ich Ihnen wahrscheinlich die richtige Garage rausholen. Ach, da, ich weiß wo. Da war ich ja mit dabei. Ah ja, stimmt, Frau Collins war da. Ich bin gerade in einem Einsatz mehr oder weniger. Ich rufe zurück. Hey, dann fahren wir da jetzt hin. Warte, ja. Okay. Kommen Sie mal mit. Ja. Ich muss ganz kurz an den Automaten, ich komme gleich. Ja, schön, wir warten minus drei. Check. Wir kriegen die Schweine! Wollen Sie was trinken, Frau Ariane? Nein, mir geht's gerade noch ganz gut. Gerade noch? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Ich guck mal ganz kurz in meine Hosentaschen. Ach, das geht schon. Ich habe... Oh, wissen Sie, ich habe von dem Vampir gerade Champagner bekommen. Den habe ich noch. Von wem? Von dem Vampir im Auto. Der Freund von Eddie. Der sah aus wie ein Vampir. Der hatte ganz komische Sachen an und eine... ganz, ganz komische, mysteriöse Stimme. Was haben Sie mit dem zu schaffen, Frau Ariane? Der Eddie hat mich abgeholt, ich habe den heute kennengelernt und dann hat er gesagt, natürlich fahre ich dich zum Herr Weiß und Herr Carson, zum Sandy Shore, ich kenne mich hier doch nicht aus. Und dann kam er mit einer großen Limousine und da waren all seine Freunde drin und da dachte ich zuerst, die würden mich entführen und... Um ehrlich zu sein, glaube ich das immer noch ein bisschen. Es war zwischenzeitlich, es gab seltsame Telefonate. Aber dann haben die mich zum Herr Weiß gefahren und dann war das in Ordnung. Aber der war sehr, sehr gruselig. Das heißt, dieser Eddie war mit diesem Vampir unterwegs? Ja, mit dem Vampir und einem Ägypter, der 24 ist. Ja, den habe ich ja gesehen. Okay. Dazu kann ich dir gleich noch Infos geben. Das ist auch sehr interessant, Jasmin. Das weiß ich für einen Abend. Okay, dann gehen wir erstmal nach unten. Wir kümmern uns erstmal um ihn. Aber Eddie kriegt keinen Ärger.
Eddie ist der pure Ärger. Der braucht keinen Ärger mehr. Oh Gott. Mein Hals. Ich komm, manchmal rutsche ich irgendwie in meiner eigenen Stimme. Oh. Nicht Eddie. Sind alle Eddie-Fans. Oh. Nein, ich hab. Das sind nicht meine Freunde. Nein. Wie er dann dazwischen gegangen ist, weil Walter Weiß und Carson einfach, ey. Hilf Gott, Garia. Ich, Ariane, unbewusst in einen Fall mit, das wäre saucool. Nein, ich hoffe nicht. Tut mir alle leid. Hilfe. Schau, nehmen wir den hier hin. Ja, Containerhafen. Achtung, Ma'am. Ja. Ich pack's dir mal direkt ins Navi. Schön. Oh, da ist jemand Muskera-Fan im Chat. Von mir ist Eddie schon the one and only Eddie. Ach, ich liebe EP. Ja, Schmier, diese Stadt schläft wirklich nicht. Das ist unglaublich. Nee, leider nicht. Wie lange sind Sie denn schon heute im Einsatz? Ja, heute tatsächlich schon sehr lange, weil die ganze Zeit irgendwas passiert. Ich würde sagen, so Stunde 9 oder 10 schon. Oh, dann tut es mir leid, dass... Naja, Sie wissen schon. Das braucht Ihnen nicht leid, um der Schmier ist mein Job. Aber ich möchte dennoch nicht, dass Eddie wegen mir Ärger kriegt. Ich hatte nur ein bisschen Angst. Der wird keinen Ärger kriegen wegen Ihnen. Warum denn? Der ist ja nur hergebracht. Wissen Sie, ich habe unterwegs heimlich SMS geschrieben, dass ich denke, dass ich entführt werde. Und ich habe ein bisschen... Von Eddie? Nicht von Eddie, von seinen Freunden. Da war noch eine Friseurin dabei, ja. Ich weiß wer. Ja, die... Wie heißt die? Die war aber ganz lieb. Malia. Ja, die Malaria auch, bitte was? Ja, ich erzähle dir später das noch was. Ich krieg hier gleich Locken auf den Locken. Oh, ich will nichts Falsches sagen. Ich will so, Sie sagen sehr viel Richtiges, Frau Ariane, tatsächlich. Ich möchte nur niemanden in die Scheiße rein. Er wollte mir einfach nur helfen, aber er hat auch gesagt, er mag die Leute überhaupt gar nicht. Aber dann fand ich seltsam, dass er mit denen gefahren ist, wissen Sie? Ah, das ist Eddie. Sie dürfen dem... Also ist ein netter, aber Sie dürfen dem nicht viel glauben. Ich sag mal so, ich bin mit diesem Eddie eigentlich befreundet. Schon aber sehr lange. Aber der Altersunterschied ist halt extrem und dementsprechend war das immer schwierig, das Verhältnis. Und er hat ein Talent, sich immer in Probleme zu begeben, sehen? Er hat gesagt, er ist ein angesagter Rapper hier. Das stimmt. Dann hat er ja gar nicht gelogen. Nee, das stimmt. Den kennt man hier in der Stadt. Ja. Oh, das ist gut. Er meint es auch nicht böse, also der hat keine schlechten Absichten. Nein, das meine ich auch nicht. Das meine ich auch nicht. Ich durfte auch bei Ihnen einmal kurz ein Nickerchen machen. Das war auch ganz lieb und dann habe ich ein Brötchen mit Wurst bekommen. Das war auch ganz nett. Das klingt doch gut. Wir können dann gleich auf dem Weg zurück. Ich habe den Auftrag bekommen vom Chief Muskera. Schön. Der Dame ein Hotelzimmer im Stadtpark dann am besten besorgen. Okay. Wenn wir vielleicht auch einen Rückweg machen. Ich habe ein bisschen Geld abgehoben für die Kaution. Schön. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann haben Sie heute auch Zugsort, Ma'am. Das ist so freundlich. Das war meine große Angst, wirklich. Ist das auch hier unten passiert? Der Mord. Schön. Der Mord ist hier passiert, ja. Ich habe sie hier runtergebracht, okay? Oh ja, ich kenne das hier noch. Ich frage mich gerade... ich sag das jetzt nochmal, ich weiß, Sie sind gerade emotional am Ende, das verstehe ich. Und passen Sie meine Fragen bitte nicht negativ auf. Okay. Ich muss auch komische Dinge fragen. So. Okay. Oh Gott, okay. Sie haben gesagt, Sie sind im Urlaub hier. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe dann meinen Bruder dazugeholt, weil ich mich hier niederlassen wollte. Ich verstehe. Okay, ja gut, dann übrig ist das. Weil ich dachte mir, wenn man in Urlaub fährt, nimmt man doch keinen Kredit auf für ein Fahrzeug. Nein. Wir hatten halt Pläne. Ja, rechts in der Halle hier, wo die 3 ist. Oh Gott. Ich hätte also hier steht. Genau. Oh
Wenn ihnen das zu viel wird, dann gehen wir einfach alles gut, wieder raus, ja? Ich will die Schweine kriegen. Sie scheint aber nicht mehr hier zu sein. Oh nein. Sicher, dass es tot war? Es war hier, wirklich. Hier stand das Auto. Genau hier. Oder hier, ich weiß es gar nicht. Ich bin so verwirrt. Auf jeden Fall stand das Auto hier drin, wirklich. Ich brauche das unbedingt. Dunham, also ich hoffe. Gib schon Dunham, okay. Die waren hier. Die waren in der Fall involviert. Als schön. DTU. Okay. Oh, Bob. Oh, Bob. Da waren die Sitze, da mussten wir drauf sitzen. Ich möchte Ihnen das jetzt nicht antun. Wenn das Auto ähnlich ist, lassen Sie uns raus. Ja, ich will hier auch nicht. Ich kriege wirklich schlecht Luft hier. Ich bin so froh, die Tabletten genommen zu haben. Das glaube ich tatsächlich, so. Okay. Frau Ariane, es gibt eine Akte, meine Kollegen haben die Spuren genommen. Sie haben die Täter, die Sie gesehen haben, schon eindeutig beschrieben, oder können Sie da noch was hinzufügen? Ich glaube nicht. Ich überlege die ganze Zeit, wie Sie sich genannt haben, aber... Nein, ich kann nicht. Haben Sie hier ein Mobiltelefon schon erworben, oder noch nicht? Ich habe ein Telefon, ja. Okay, wenn Sie wollen, würde ich Ihnen meine Telefonnummer geben. Sie können sich jederzeit melden, wenn Ihnen irgendwas einfällt. Okay, eine Sekunde. Häufig ist man unter diesem Schock und dann vergisst man etwas und dann sie wissen, wie das ist. Ja. Und plötzlich mitten in der Nacht fällt einem irgendetwas ein, dann zögern Sie nicht, dass Sie sich bei mir melden, sehen. Ja, ich weiß ja, wie das ist. Ja. Es gibt ja Gangs und vielleicht sogar Handzeichen oder sowas, aber ich kann mich einfach an nichts... Okay, wie heißen Sie? Mosquera. Mosquera Shanti, sehen. Beruhigen Sie sich erstmal, das ist viel wichtiger. Ich meine, Sie haben einen großen Verlust erlitten. Das dauert eine Weile, bis man... so halbwegs damit umgehen lernt, sehen. Ja, so viel Tabak kann ich gar nicht nehmen, okay. So, die Nummer ist die 3x die 5. Ja. 725. 725. Und dann 213. 213, okay. Richtig, sehen. Vielen Dank. Soll ich, wir brauchen doch, haben ja, Sie meine Nummer? Noch habe ich nicht, lassen Sie kurz läuten, dass ich weiß, wenn Sie anrufen. Ich rufe so selten jemanden an, warten Sie. Was habe ich hier? Lacratina, Eddie, Moment. Da. Ja, kein Stress, immer mit der Ruhe. Okay. Mein Handy, es hat sich leider aufgehangen, warten Sie einen Moment. Ja, Sie können auch schon irgendwann ein SMS schreiben. Schreiben Sie Ihren Namen rein, dann weiß ich Bescheid. Wissen Sie, SMS ist eine gute Idee. Dann schreibe ich einfach Hallo. Und dann haben wir es. Richtig. Oh! 555-725-219 war richtig. No, 213. 725-213. Ich bin so durch den Wind. Soll ich am besten meine Nummer geben? Das ist nachvollziehbar. Komm, ich gebe Ihnen meine Nummer. Ich kann nicht mehr tippen. Ich kann nicht mehr aufs Handy gucken. Kein Stress. Dann machen Sie das später. Kommen Sie zur Ruhe. Sie haben meine Nummer. Sie brauchen schreiben. Schreiben Sie Ihren Namen dazu. Dann habe ich das. Dann korrigiere ich das gleich. Okay. Sie. Kein Stress, alles mit der Ruhe, Ariane. Sollte Ihnen, wie gesagt, irgendwas einfallen, Sie können sich persönlich an mich wenden, ich werde mich darum kümmern. Ich werde mir jetzt dann erstmal die Akte raussuchen, was die Kollegen bereits gemacht haben, und dann werden wir mit der Arbeit beginnen. Und, ich hoffe, Sie kriegen die Schweine, wirklich. Das hoffe ich auch, ganz ehrlich. Sollte ich auch noch Fragen haben, wie gesagt, ich erwarte Ihre SMS oder Ihren Anruf, dann habe ich Ihre Nummer, dann melde ich mich auch bei Ihnen. Okay. Dann sonst bringen wir Sie jetzt gerne, wenn Sie das möchten, zu dem Hotel. Das wäre sehr freundlich, danke schön. Da können Sie erstmal ein bisschen Ruhe finden und morgen ist ein neuer Tag und dann können wir vielleicht nochmal sprechen. Schön? Okay, alles klar. Okay, dann steigen Sie doch ein. Leute, ich versuche gleich die Nummer zu korrigieren. Und selbst wenn ich sie nicht habe, selbst wenn ich mich verschrieben habe, ist es halt einfach so im RP. Selber nochmal gucken hier. 213, was hatte ich denn? Sich mal auf. Frau Ariane, brauchen Sie noch irgendetwas zu essen oder zu trinken? Nein, ich weiß nicht, ob okay. Das Hotel das anbietet, ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, es ist alles okay. Ich habe wirklich genug in der Hose. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt, aber bei mir wird dann immer komisch gelacht. Ich weiß nicht warum. Wieso ist das nicht wahr? Das ist kein richtiger Zeitpunkt, Entschuldigung. Man merkt, ich fühle mich wirklich wieder ein bisschen zu gut. Ich wollte einfach nur ein bisschen die Stimmung lockern, Verzeihung. Glauben Sie mir, regulär würde ich auch ganz genau nachfragen, aber mir ist gerade nicht danach.
Ich verstehe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach so. Welches Hotel, Kolinsch, kannst du, hast du ein Zimmer gemietet? Ich weiß, wo wir eins mieten können. Das ist... Weißt du, wo das Gerichtshof ist? Gerichtshof. Okay, der Schnee bei, Gericht dem, ist bei dem PD, oder wie? Mensch. In dieser Scheidengasse. Genau. Ja, dann weiß ich schon. Das ist genau hier. Okay, Ariane ist... Hier mit eurem Navi. Fahr ich ohne Navi. Hast du Navi? Echt jetzt? Ich schwöre euch, dieses Navi, das macht mich verrückt. Okay. Das ist weg. Genau, das PD schreibt in-game wirklich richtig Akten. Also, die haben wirklich so ein Aktensystem, wo die zig Sachen ein... Die haben auch so Gesetze und wirklich alles. Oh ja, schon krass. Diese Stadt. Und was haben Sie jetzt hier vor, Frau Ariane, eigentlich? Weil Sie gesagt haben, Sie wollte sich hier niederlassen. Naja... Ich hatte ja Astronomie studiert und wollte vielleicht beim Observatorium ein paar Sterne zählen und fragen. Was haben Sie studiert? Astronomie. Mhm. Und okay. Da wollte ich dann vielleicht dort arbeiten, aber ich kann eigentlich noch nicht. Ist das die Kunst des Sterne-Zählens oder wie? Ich dachte, das also, ich ist habe Sternzeichen das... Vorhersagen und so. Nein, ich habe das studiert und ich habe auch gute Noten gekriegt. Ich habe auch wirklich ein fertiges Studium und dann habe ich mich damals in Kentucky beworben und sollte immer Sterne zählen. Und bei wie viel haben Sie aufgehört? Ich habe am Tag 1000 Sterne gezählt. Das ist aber nicht schlecht. Ja, ich kann das tatsächlich ein guter Schnitt. Ganz gut. Ja, das stimmt. Hier rechts. Genau. So, Frau Barnes. Ja, Frau Collins. Schauen wir hier gleich mal aus. Oh, das ist aber schick. Haben Sie mal mit? Bleiben Sie mal kurz stehen. Haben Sie mal. Ich gebe Ihnen da mal was. So, jetzt kommen Sie mal mit. Oh, vielen Dank. Von wem kommt das? Das ist egal. Ist es wirklich egal? Ja, ist es. Okay. Das ist sehr freundlich, wer auch immer das gemacht hat. So, dann schauen Sie mal. Das ist ein angesagtes Hotel tatsächlich. Das sieht wirklich richtig toll aus. Schauen Sie mal, Zimmer 49 dürfte noch frei sein. Ja, oh, ich miete das dann mal. Genau. Zimmer 49. Okay, alles erledigt. Perfekt. Ich würde Sie tatsächlich darum bitten, wenn Sie den Termin bei der Psychologin wahrnehmen sollten, dann können Sie mich gerne kontaktieren, dann kann ich Sie gerne begleiten. Das ist wirklich sehr freundlich, Frau Collins. Vielen Dank. Alles klar. Das ist ein guter Ende bei Frau Collins tatsächlich. Ja, das bin ich wirklich. Sie ist wirklich sehr nett und sieht auch sehr gut aus. Oh, ich danke Ihnen. Ja gut, sie hat sich auch heute der Oberliebepart degraschiert. Oder die das nicht erzählen sollen. Na, das ja. Stimmt, frag sie doch ich nicht. Ich habe einen starken Haarwuchs tatsächlich. Oh, man sieht es aber nicht. Oder? Ich wachse neuerdings. Ja, wachsen oder epilieren, habe ich gehört, soll ganz gut sein. Richtig. Wie gesagt, das war nicht mal böse gemeint, das ist also. Kann das nicht ändern. Okay, sollte Sie sonst irgendwas brauchen, Sie haben auch meine Nummer, melden Sie sich gerne. Jederzeit. Okay. Sei. Dann werde ich einfach mal gucken, was mich dort jetzt erwartet und mich vielleicht ein bisschen ausweinen, wenn die Tabor nicht mehr wirkt. Ich habe noch, ich gebe Ihnen noch die zwei, die mir der Herr vom MD gegeben hat. Bei Bedarf. Dankeschön. Ja, das wäre wirklich super. Vielen Dank. Genau, bitteschön. Und genau, wie gesagt, wenn Ihnen irgendwas Dubioses vorkommt oder dieser Vampir, wie Sie den genannt haben, ja, dann rufen Sie an, ja? Ich traue mich das nur nicht, wenn er bei mir in der Nähe ist. Das war wirlich ganz schwieriges Unterfangen. Am besten nicht ins Fahrzeug einsteigen. Das war eine ganz schlechte Idee. Nein, ich habe wirklich nur die Limousine gesehen und da geht es immer mit mir durch, wissen Sie? Verständlich. Ja. Okay. Aber mit Eddie darf ich noch reden. Dürfen Sie jederzeit natürlich. Selbstverständlich. Brauchen Sie da gar nicht denken. Nee. Okay, alles klar. Vielleicht rufe ich den sogar gleich mal an. Mal schauen. Alles klar, Ma'am. Dann schönen Abend und passen Sie auf sich auf, ja? Vielen Dank und grüßen Sie, Herr Weiß und vielleicht auch Herr Carsten, das war heute ganz, ganz seltsam. Aber okay, ich werde die wahrscheinlich nochmal sehen. Alles klar, machen wir. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf und wie gesagt, lieber einmal öfter melden als einmal zu wenig, wenn Sie irgendwas brauchen. Okay, vielen, vielen Dank.
Mach ich es gut. Gerne. Tschüss, Robert. Tschüss. So, cool, Mama. Was habe ich denn da Schönes? Ich habe also das Puffzimmer hier. Okay. Warte mal, kann ich hier abschließen? Muss ich nicht, ne? Okay. Ah! Ja, ich habe also das Zimmer, das sehr eindeutige, das passt sehr zu Ariane. Oh, das ist Kunst, die will ich mir aufhängen. Vagina! Was habe ich echt gut gemacht, aber ich war. Achso, immer das Zimmer. Weil ich war jetzt gerade so. Ne? So. Okay. Lagerverwaltung. Lager öffnen. Aha! Was ist denn hier für eine schöne Hose? Buh, 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 buh. Ich brauche halt immer noch Klamotten und sowas alles, ne? Achso, hier. Ich brauche immer noch Klamotten, ey. So. Voll gut am Durchmogeln mit dem Zimmer. Ja, aber die Sache ist ja, andere haben ja einen viel, viel besseren Start. Ich habe einen fetten Kredit. Ich habe ja durch das Event halt voll die Scheiße am Arsch gehabt. Wirklich. Normalerweise müsste abschließend funktionieren. Boah, ich hoffe, hier kommt keiner rein, ey. Das wäre wirklich nicht gut. Ich glaube, es. Hier, guck mal. Wenn ich jetzt auf E drücke, kommt der Haupteingang. Ich glaube, es ist abgeschlossen. Hast du 200 Öcken? Dafür gibt es Klamotten. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe heute nicht wirklich viel Fail-RP gemacht, weil ich kann es mir einfach vorstellen, dass es soweit ist. Komm, ich kann gar nicht mehr reden, ey. Boah, meine Stimme, ne? Ja, ich wünsche euch übrigens einen schönen Heiligabend. Ne? Ich weiß, Heiligabend ist erst heute Abend. Aber wir haben nur 37. Und ich muss gleich noch. Phasmophobia läuft übrigens über die Tage. Über die ganze. Was ist jetzt mit Eddie? Soll ich Eddie nochmal anrufen? Weiß ich gar nicht, ob der noch online ist da. Warte. Hallo, Arane. Hallo, Eddie. Ich wollte dir. Ich wollte dir nur sagen, ich habe jetzt endlich eine Bleibe. Bist du noch da? Ja, das ist ein Arschloch. Was? Wer ist ein Arschloch? Wo hast du eine Bleibe? Im Hotel am Stadtpark. Ach so, ja, okay, stimmt, du hast recht. Okay, das freut mich. Eddie, darf ich dir noch eine Frage stellen? Der Vampir ist wirklich nicht dein Freund, oder? Der Vampir denkt, er wäre mein Freund. Die Menschen bei der Polizei haben gesagt, ich soll wirklich ganz viel Abstand nehmen. Nein, vertrau mir. Ich versuch's. Es wird alles gut. Vertrau mir wirklich jetzt. Jetzt konnte ich aber gar nicht Herr Carsten reden. Das ist echt traurig. Du konntest nicht mit ihm reden? Nein, das ging ja alles ganz schnell. Jetzt weiß ich gar nicht, was die Überraschung heute war. Okay, das ist schade, aber... Pass auf, der... Die wollten dich ein bisschen anlügen, die wollten ein bisschen mit dir spielen. Die Polizei? Ja, richtig, die Pussilei will mich auf ihre Seite bekommen. Du sollst Polizist werden, Eddie. Ja, so ungefähr, und deswegen wollen die mit dir spielen. Lass dich nicht darauf ein, okay? Aber ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist das nicht eigentlich gut, wenn du Polizist bist? Verdienst du da mehr als Rapper? Eddie? Bist du kein Polizist? Da kann man auch Auto fahren. Ich war gerade im Tunnel, entschuldigen. Ach so. Was? Ja, nein. Ja, das Ding ist... Eddie, alles okay? Bist du wieder im Tunnel? Ja, ich hab ganz schlechten Empfang hier, entschuldigen. Also das Ding ist, ja, die wollen, dass ich sowas wie ein Informant für die werde. Oh, Informant für und, was? Für böse Leute. Und deswegen das wollen die mit dir spielen. Das ist gefährlich, Eddie. Ich weiß, deswegen lass dich nicht auf die Polizisten ein, okay? Aber Frau Collins ist wirklich sehr nett, sie mag dich auch, hat sie gesagt. Das stimmt, Frau Kuniewski ist wirklich, ich glaube, eine der, wenn nicht sogar die netteste Person auf dem ganzen, auf der ganzen Insel. Ja, das stimmt. Sie ist auch übrigens sehr attraktiv. Weißt du noch ein bisschen was über sie? Ja, tatsächlich wollte ich dir heute durchschnudeln.
Die Frau Collins? Ja, richtig. Jetzt fühle ich mich ganz komisch, jetzt wo du das sagst. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl ist. Warum das denn? Die hat mir gesagt, Leute, die sich gerne haben, so Freunde und so, die durch den Nudeln sich gerne mal durch. Meinst du damit Nudeln kochen oder meinst du damit Bumsen? Nein, nein, Nudeln selber machen. Ach so, ich hab schon. Ja, Entschuldigung, ich hab komische Bilder in meiner Wohnung, da denke ich gerade ganz komische Dinge. Also Nudeln kochen. Nee, selber sogar Nudeln machen und die dann kochen. Was meinst du mit diese, was ist diese Bonsen? Ach so, Bonsen? Ja, das, was du gesagt hast, was hast du gedacht? Ach, alles gut, Eddie, du bist so unschuldig, ich will dir das nicht sagen. Okay, aber ich weiß schon, was die Zahl nach der 5 ist. Die Zahl nach der 5? 9? Nee, warte mal. 9? Nee, warte mal. Ach, die 6! Ja, die weiß ich auch. Ja, ich weiß, was es bedeutet, wenn man sich ganz doll lieb hat, dass man sich dann Hände hält. Dass man Sternenhände hält? Ständer? Was? Dass man sich dann die Hände hält, hab ich gesagt. Ach so, ja. Ja, das haben meine Mutter und mein Vater, glaube ich, auch gemacht. Bevor ich geboren wurde. Genau, dann kam der Storch. Ja. Ja, das mit dem Storch hatten wir in Kentucky nicht. Bei uns war es ein bisschen blutiger mit viel Flüssigkeit, aber sonst ganz gut. Ja, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich hab keine Geschichten empfangen, deswegen. Es tut mir wirklich leid. Diese doofen Tunnel immer. Okay, Eddie. Eine Sekunde bitte. Okay. Ich wollte dir also nur Bescheid geben. Und ich habe jetzt eine gute Beruhigungstablette bekommen. Mir geht's wirklich richtig gut gerade. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt mal ausschlafen. Also, okay. Da bin ich ja froh, dass... Aber willst du wirklich nicht bei der Polizei arbeiten? Ja, pass auf. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich da agiere. Ich werde mich auf jeden Fall... richtig entscheiden. Du musst dir keine Angst machen, aber... Ja, aber Frau Collins ist doch auch da. Die mag dich so sehr. Hat sie mir wirklich gerade gesagt. Ja! Was hat sie denn gesagt? Sie meint, Eddie ist ein ganz Lieber. Die meinte, ich soll vorsichtig sein bei dem Vampir, aber dass du ein wirklich sehr, sehr Lieber bist und dass sie dich sehr mag. Ich mag die Frau Gunitzki auch sehr. Die ist wie eine Mutter für mich. Oh, ja, für mich. Wie so eine Stiefmutter. Ja, also ich finde sie... Ich finde sie auch ganz schön gut, aber nicht wie eine Mutter, weißt du. Ja, wie denn? Das kann ich dir nicht sagen, Eddie. Du bist wirklich sehr unschuldig. Ja. Du sollst so unschuldig bleiben, Eddie. Wie meinst du? Du bist weiß wie eine Taube. Nein, du bist kein Dummkopf, du bist aber weiß wie eine Taube, Eddie. Weißt du, so pure. Ganz weiß wie eine Taube. Ja. Ich verstehe, ja. Ja, sehr lieb bist du. Danke, du auch. Ich esse heute Abend noch den Weihnachtsmann. Ja, mach das. Das freut mich. Okay, Eddie, dann pass auf dich auf, ja? Ja, okay. Pass noch mehr auf dich auf, ja? Das mach ich. Bis dann. Okay, ruf mich an, ja? Mach ich, tschüss. Tschunk. Wisst ihr, hat schon wieder kein Tschunk gesagt. Oh Gott. Warte, Moment, ich muss mal ganz kurz hier den hier machen. Geht das mit Nachricht? Junk. So. Oh Gott, ey. Friendzone. Ja, das ist ja gar. Also, das ist tatsächlich sehr interessant, gerade das Roleplay hier. Ja, das mit der Überraschung hat ja jetzt überhaupt gar nicht geklappt, ne? Kein Junk. Das hat ja jetzt gar nicht geklappt. Boah, der Dennis, wie ernst der einfach sein kann. Das war so krass. Chunk, 1-1. Oh Gott. So. Ja, da war der, die Nummer. Achso. Da war der Herr Carsten tatsächlich ja gar nicht so bereit für die Überraschung, ne? Da hat der Dennis wieder, der Walter weiß schon wieder und da war der Carsten nicht so. Da bin ich ein bisschen schon wieder beleidigt. Wenn du bohrst, jupp! Sagst du Bescheid? Danke, Herr 20-Jähriger. Das ist doch der, oder? Ich weiß gar nicht, ist das der?
Das müsste der sein, ne? Ich will es nicht wissen, ich schreib's einfach. So. Oh, warte, da muss ich mal ganz kurz. Wie mache ich das denn am besten? Warte. Da. Den hier? Nee. Den. Nein! Scheiße. Ich habe wirklich Gespräche abgelehnt. Achso, das ist was mit der Nummer, ne? Sagt's mir nicht, ich krieg das alleine hin. Bitte nicht sagen. Nicht sagen. Ich werde das hinkriegen. Vielleicht geht's einfach nicht. Ich merk's mir einfach anhand der Nachricht. So. Schade, schade, Herr Knussmann. Also Ariane hat ihren, die wollte ja einen einfachen, die wurde ja immer scheiße behandelt. Die hatte immer reiche, wohlhabende Typen und die wurde ja immer scheiße behandelt. Deswegen wollte sie einen einfachen, hässlichen Mann, der aber ein bisschen, also der aber gut Geld verdient. Und das ist ja Knussmann. Oh mein Gott, Mars, es tut mir so leid, ey. Oh Gott, ey. Aber hat euch gefallen? Hat euch gefallen? Hat gefallen? Hat's euch gefallen? Oh Gott. Oh. Wie kommst du dann dein Auto? Da müssen wir jetzt mal gucken, ob das jemand abgegeben hat. Irgendwie die Polizisten, die auch da waren. Ja, super, ja, mega. Juhu. Also vergesst nicht, wir haben Heiligabend jetzt. Am 25. streamt der Erik, der macht da immer einen Weihnachtsstream. Da bin ich wahrscheinlich dabei. Und am 26. machen wir es so für uns nochmal einen schönen Weihnachtstag. Am 27. kann ich auch nicht. Und vielleicht sehen wir uns ja dann am 28. wieder. Ich weiß nicht, in welchem Stream oder was wir machen. Vielleicht auch normal an den Samstag ist dann nicht, ne? Keine Ahnung. Aber dann sehen wir uns wieder. Ich glaube, Edi hat Zukunftsfilm mit Ariane. Ich glaube, der musste manchmal lachen, oder? So, ich werde mich jetzt mal hier ausloggen. Ich bin halt die ganze Zeit überlegen, hört sich jetzt voll doof an, ob ich außer... Ariane, warum bist du nur so schön? Oh mein Gott. Ariane, wir werden dir eine richtig schöne Frisur noch machen und dir was Schönes anziehen. Irgendwie schwarze Trauersachen halt, ne? Vielleicht ein schwarzes Kleidchen oder... Oh, guck mal, hier so Pausbäckchen. Ich finde das voll süß. Oh Mann. So, da muss ja alles seine Richtigkeit hier haben, ne? Sie macht wieder genau... Ja, Okay, Ariane liegt in Fötusstellung und schläft. Mach ich mal aus. Bumm.